Guti, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Scholar of the First Sin. Benutzen wir jetzt den Teleporter wieder zurück zu unseren wunderbaren Spinnen. Diesmal in der Hoffnung, dass das Schwert nicht zerbricht. Wir brauchen es noch länger. Immerhin erwarte ich dort unten einen Bosskampf. Die Lichtsteinbucht Zeldora. Wieder sind wir hier, wieder sind ganz viele Spinnen da. Aber diesmal wissen wir wenigstens, wo wir hinwollen. Und stellen uns nicht an wie der erste Mensch. Auch wenn ich manchmal so kämpfe. So, der Zauberer bemerkt uns nicht, da bin ich ganz froh. Bin dankbar für. Und tschüss. Oh, wir haben wieder die Chance, die Echse zu holen. Und dort unten waren wir noch gar nicht. Ich glaube, da möchte ich jetzt mal als nächstes hin. Wir sind ja vorher da hingegangen und dann da rein und sind irgendwie nicht wieder zurückgekommen. Das ist doof. Das machen wir jetzt mal anders. Ha, ich hab dich. Und wie ich dich... Wo bist du hin? Nein, du verschwindest nicht. Warum bist du verschwunden? Ach. Okay, es ist weg. Das Vieh ist weg, ist mir egal. Ich möchte mich jetzt hier in Ruhe umsehen, denn ich glaube, dass es hier noch mehr zu holen gibt. Spinne kommt nicht. Große Titanitscherbe, ein Zauberer, der auf uns schießt. Okay. Fossiler Drachenknochen, Spinnen. Lass den Mist. Oh, Versteinerung pur. Was? Bogenschütze Guthrie. Wo kommt der denn noch her? Da. Ja, später vielleicht. Aber im Moment habe ich echt andere Sorgen. Da waren noch mehr Zauberer, die habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, wenn die nicht auf einen schießen, dann weiß man natürlich nicht, dass die kommen. Jetzt habe ich meine 2000 Seelen verloren. Ist aber auch nicht schlimm. Wir sind ja gleich um die Ecke. Das geht also. Kommt runter. Damit ich euch alle in Ruhe kaputt machen kann. Etwas trinken. Nee, ich will eigentlich nur die Estusflasche benutzen. Danke. Dazu bin ich ja unten nicht gekommen. Und tschüss. Das war Nummer 1. Kriege ich irgendwas dafür? Nein, natürlich nicht. Okay, dann will ich die Echse endlich haben. Dich kriege ich. Nein, warum? Ach, ich treffe die nie. Was ist denn das? Ich werde sie mir schon irgendwann holen, keine Sorge. So, jetzt bist du als erstes dran. My friend. Verschwinde. Wie der Furz im Winde. Trink was. Wurde ich etwa beim Trinken unterbrochen? Ja, wurde ich. Aber hoffentlich nicht mehr lange. Seelenhaufen mitnehmen. Das Vieh muss fertig gemacht werden. Trink noch was. Invasion. Eine Feuerechse, die explodiert. Ja, nee, ist klar. Aber sie hat den Zauberer mitvernichtet. Juhu! Bloß hilft mir das herzlich wenig, wenn sie die Zauberer mit explodieren lässt, wenn ich dabei sterbe. Das ist relativ doof. Also gut, noch einmal. Wir haben eben keine andere Wahl. Auf geht's. Spinnies, kommt her. Ganz ruhig, ganz ruhig. Eine nach der anderen. Nee, der zaubert doch schon. Das ist unfair. Trink was. Und dann hin da. Weg mit dir. So, Echse, du gehörst mir. Nein, bleib hier. Wo bist du? Wie, die Echse ist schon weg. Was ist das denn? Ach, es ist doch zum Heulen. Ich krieg das nie hin. Da drüben kann man auch noch hinspringen. Holen wir uns erstmal den Loot. Dankeschön, mit Glitzer-Titanit. Oh, und sind gleich bei diesem Zauberer. Das ist perfekt. Oh, der Finstergeist ist da. Ich muss schnell verschwinden. Bogenschütze Gobi.
trink was. Trink noch mehr. Weg mit der Spinne, jetzt können wir uns um den Bogenschützen kümmern. Bogenschütze hier in diesem Gebiet ist echt fies. So ist schön. Immer ruft da. Kann er sich heilen? Ich glaube ja. Aber er macht es nicht. Na gut, soll mir recht sein. Wir haben ihn eh gleich. Und das war's. Eindringling verbannt. Oh, noch eine Spinne. Okay. Gutri wurde besiegt. Sehr nice. Bücherregal kaputt machen. Dahinter ist noch eine Spinne. Mit einer Kiste. Ich liebe Kisten. Besonders, wenn ich sie aufmachen kann und was Schönes finde. Ja, damit Krummaxt und Seelenstrudel. Ein Zauber. Ja, nice. Königsschwertkämpfergemaschen. Wo war der denn? Hier? Ups, wo bin ich jetzt? Hallo? Oh, hier war ich schon mal. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich gar nicht her wollte. Dreck. Na, dann muss ich den Rest einen anderen Tag machen. Noch mehr Spinnies. Manchmal sind Spinnen schon ziemlich nervig. Trink was. Okay, wir haben wieder um die... Aua, 8000 Seelen. So ist gut. Trink was, trink was, trink was. Okay, einfach durch. Lauf einfach. Die eine Tür war eh zu schwer. Ich hoffe, dass die ganzen Spinnen uns hier nicht hinterherkommen. Natürlich werden die uns hinterherkommen. Ach, Dreck. Aber ganz ehrlich, egal. Die Seelen sind mir im Moment sowas von egal. Wir werden einfach versuchen, so weiterzukommen. Getrocknete Finger. Von hier sind wir gekommen. Ihr dürftet auch bald nicht mehr wieder spawnen. Wenn das so weitergeht. Die macht so viel Lärm, der Zauberer dreht sich gleich um. Trink was. Sehr schön. Eins, zwei, drei. Letzte Chance vorbei und hopp. Nein, ich verstehe das nicht. Warum kriege ich dieses Vieh bloß nicht? Es ist doch zum Heulen. Okay, dann versuchen wir mal, dorthin zu kommen. Sehr schön. Große Titanitscherbe. Und tot. Aber immerhin, wir haben eine große Titanitscherbe. Juhu! Wenn die Spinnen am Anfang nicht wieder spawnen würden, dann hätten wir schon weitaus mehr geschafft. Weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Genau, immer ruft da. Sehr schön, das sieht auch vom Leben her besser aus. Das war der Zauberer. Komm schon, wir müssen es schaffen. Die Echse muss sterben. Es gibt's nicht. Ich krieg das Fini. Das ist zum Heulen. Ich meine, mir soll's ja fast egal sein, ne? Aber das ist ja auch schon viel wert.
gehen jetzt einfach gleich hier durch. Hier, wo wir gekämpft haben gegen den anderen Typi. Sehr schön. Oh, der Zauberer kommt hinterher. Das ist okay. Gut. Hier hinten verstecken und trinken. Zaubererzeug. Höhlenmagierwaffen und Kapuzen. Ah, hier ist der Versteinerer. Dich kriege ich gar nicht so einfach. Komme ich zumindest nicht rauf. Das muss ich später versuchen. Jetzt sind erstmal die Spinnen an der Reihe. Okay, weg hier. Nein. Ich will einmal in Ruhe hier rumgucken. Einmal. Ein verdammtes, verfluchtes Mal. Und um das in Ruhe machen zu können, benutze ich jetzt ein Menschenbildnis. Was soll's, wir haben noch 20 Stück. Mehr als Lebensteine. So, noch einmal setzen. Jetzt haben wir auch wieder volle TP. Und auf geht's. Sterben nicht mehr ganz so schnell. Ich hätte gern trotzdem Knochenstaub zum Verbrennen. Sehr gut gemacht. Zauberer ist der nächste. Warum läufst du nicht, wenn ich B drücke? Warum? Weil er natürlich gerade seine Stamina regeneriert hat. Und da mag er nicht laufen. Ich sag euch, irgendwann kommen die Spinnen wirklich nicht mehr wieder. Zauber du mal vor dich hin. Genau, fall runter und stirb. So, jetzt hier lang. Das haben wir schon mal hinter uns gebracht. Dann erstmal rein. Gegen die Spinnen kämpfen. Um uns in Ruhe auf den Zauberer zu stürzen, der eigentlich gleich um die Ecke kommen müsste. Tut er aber nicht, weil wir zu ihm kommen. Gut, Gegenstand aufnehmen, rötliches Wasser. Komm raus. Gut, in Ruhe gegen die Spinnen kämpfen, ganz in Ruhe. Wir nehmen die alle mit. In unser Haus. Erstmal was trinken. Hab schon Durst. Oh oh. Zu viele Zauber. Zu viele Zauber. Zu viele Spinnen. Okay. Nächste Spinne. Das waren die Spinnen. Die sind schon mal weg. Jetzt ist nur noch der Zauberer. Und auch zu dem kommen wir irgendwie hin. Oder auch nicht. Hier geht's nicht hoch. Trink was. Nee, da kommt man nicht hin. Da muss man irgendwie anders rüber. Gut, wir können uns aber mehr oder weniger in Ruhe umgucken. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Da ist ein Leuchtfeuer. Was?
Perils Lockstone. Komm einfach runter. Du küsst mich hier eh nicht. Flammenschmetterling. Und da war das mit den Spinnen, genau. Hier ist garantiert eine scheinbare Wand irgendwo. Was diese Truhe zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Vision von Stoß, deshalb versucht Zunge. Leuchtfeuermann. Ja, ich weiß, aber da komme ich doch nicht hin. Es öffnet sich nur von der anderen Seite. Der Zauberer ist unten. Ja, nee, guck mal einer an.